Da mal zu. Oh, jetzt ist hier. Die Gramonhold, sie sind frei. Geht zum Turm und stoppt Svartrim. Wir halten das Tor. Ich bin bei euch, meine Freunde. Oh Mann. Das ist nicht gut. Wir konnten es nicht verhindern. So, eine Bürgerin. Ich hab euch gerettet. Jetzt lauft. Los, flieht aus Einsamkeit, bevor ihr Opfer vom Kramsturm werdet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wir haben völlig versagt. 820.000. Kader Al-Saran hat mir Macht jenseits dessen verliehen, was ihr euch vorstellen könnt. Wow. Seht! Ich habe das Gefühl, dass wir den gar nicht besiegen können. Lass hier schön in Ruhe. Erschreckend. Komm her, pot, 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 pot. Autsch. Autsch. Und ein bisschen Fernangriff machen. Kann man sich ja nur noch um Stunden handeln hier. Na, steht er da jetzt auf?
Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe, habe ich gesagt. Komm zu mir. Na komm. Ja. Hast du noch ein paar? Okay, da kommt noch Gargoyle. Da ist auch noch einer. Hast du noch einer übrig? Okay, ich habe keine. Keine Magiker mehr. So, ein Gargoyle ist noch übrig. Kann da keine mehr rufen. Au. Lass sie in Ruhe hier, verdammt. Ja, zwischendurch mal ein bisschen looten. Jetzt, meine Freundin, ich bin bereit. Trankwurf. Wow. Wir haben ihn besiegt. Das war für Mutter. Und für alle Seelen im Himmelsrand. Euer Ehrgeiz, eure Gier. Seht doch, was sie angerichtet haben. Oh, oh. Wir müssen uns beeilen. Belasst den Tor des Wolfes, das machen wir. Das war anstrengend. Da wurde ja doch zum Ende doch zwischendurch das Magiker ein bisschen knapp, würde ich mal sagen. Uiuiuiuiuiui, oh, hey! Bisschen neblig hier. Mein Vater verriet alles, um der grauen Schar zu helfen. Mit seinem Tod ist Einsamkeit gerettet. Es ist vollbracht. Wir haben meinen Vater getötet und den Gramsturm beendet. Die Stadt steht noch. Himmelsrand steht noch. Auch wenn der Turm des Wolfes womöglich nicht mehr repariert werden kann. Geht es euch bei all dem gut, Svana? Nein, natürlich nicht. Mein Vater war der Großkönig des westlichen Himmelsrand. Ich dachte immer, er hätte das Wohl seiner Jarltümer und unserer Leute im Sinn. Doch da war eine Finsternis. Neid. Verbitterung. Er wollte ganz Himmelsrand beherrschen. Also hat er sich der Grauen Schar nur der Macht wegen angeschlossen? Ja, das hat Svagrim wohl.
Doch bei Rada Al-Saran und der Grauen Schar, ich bin mir nicht so sicher, ob es ihnen nur darum geht. Aber genug davon. Ich muss mich an die Arbeit machen. Da mein Vater tot ist, muss jemand die Scherben auflesen und die Jaltümer wieder aufbauen. Gibt es noch etwas, was ich für euch tun soll? Nehmt zu allem im Namen des westlichen Himmels. Toll. Zusammen mit meinem Dank. Toll. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Und dann ruht euch aus. Seht nach unseren Freunden. Verletzungen müssen versorgt und Bauwerke instand gesetzt werden. Andere Wunden werden länger zum Heilen brauchen. Wir werden bald noch mehr zu tun haben. Quest abschließen. Was auch immer Rada Al-Saran und die Graue Schar vorhatten. Ich glaube, was 24 noch erreicht. Sehr gut. Haben wir das Schlimmste hinter uns. Da mein Vater, da Svagrim nun tot ist, lockert sich der Griff um die Jaltümer. Habt ihr jetzt das Sagen in Einsamkeit? Nicht offiziell. Zumindest glaube ich das nicht. Es ist, als ob die ganze Welt um mich herum zusammenbricht. Doch die Stadt steht noch, das ist wenigstens etwas. Ich mache mir mehr Sorgen um unsere Freunde. Wir haben Lyris und Fenn zurückgelassen, um eine Horde Gramunholde abzuwehren. Das hatte ich fast vergessen. Hoffentlich konnten sie den Innenhof verteidigen und diese Monster von der Stadt fernhalten. Geht und seht nach ihnen. Ich muss mich sammeln. Einsamkeit braucht jetzt Prinzessin Svana. Und ich bin noch nicht bereit dafür. Ich werde Lyris und Fenorian finden. Hab Dank. Helft ihnen und allen anderen nach Besten. Sehr gut. Oh. Stufen Ungezieferschreck. Oh, ich nehme die Katze. Ich mag Katzen. Punkt einsetzen. So. Lebensfluss Anmut Katalysator. Okay, verkrüppeln. Schatten. Meuchelmord. Zielmarkierung. Auslaugen Waffen. Heilungsstab. Könnte jetzt auch Regeneration oder große Heilung. Was müsste denn? Anmut oder Katalysator? Was haben wir hier? Ups. Er hat den Trink eines. Verringert auf euch gewirkte Verlangsamung für jedes Stück getragene Rüstung. Okay. Das würde ich gern machen. Nämlich Katalysator, wa? Ja gut. Ach ja, wir haben ja noch was in der Sammlung hier. Friedliche Begleiter. Oh. Katze. Tor, also Waffenstile. Einhand. Hammer. Wert. Wolf von Einsamkeit. Krach, ja, guck mal, die haben ja auch noch. Miau. Oh, schön. Wo ist denn der Kopf? Was ist denn der? Da. Ausdauer geht runter. Außer kritische Waffentreffer, Waffenkraft. Ah, der ist nicht ganz so schick, finde ich. Aber als Heiler ist er natürlich schon besser. Ah. Schrecklich. Immer noch so viel Staub hier in der Luft. Okay, wir haben den Grausturm wohl erstmal hinter uns. Ich werde jetzt nochmal was zum Handeln finden. Autsch. Unüberreiches Angebot. Gehen wir nochmal schnell hin, verkaufen nochmal ein paar Sachen. Ilsweier. Verkaufen. Das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das weg. Das kann weg. Das. So viele Sachen, die ich verkaufen kann. Kann ich noch nicht. Ewiger Elan. Stufe 22. Aha. Das kann weg, das kann weg. Das Amulett.
Alles haben wir auch immer weg. So, dann habe ich ja schon mal wieder ein bisschen was. Und dann können wir dann nochmal schnell eine Sache machen. Und zwar, bevor ich beende, gehen wir dahin. Holen uns unsere Belohnung ab, die wir dann noch offen haben. Wir haben da ja noch eine Belohnung offen. Was? Was? Wartet mal eben, Jungblut. Nein! Warte nicht. Ich habe doch eine Belohnung offen, die ich abholen muss. Und dann werden wir uns gleich erstmal wieder erholen, ausruhen, Pause machen von dem ach so schweren Kampf und den Ereignissen. Und dann werden wir gucken, was uns in der weiteren Geschichte noch widerfährt. Erstmal holen wir uns das ab. Ah, ihr seid hier. Keine Sorge, ich habe eure Bezahlung. Ich bringe nur meine Notizen zu Ende. Doch ich will ehrlich sein. Ich bin nicht mehr ganz so überzeugt wie früher, dass meine Theorie stimmt. Wie kann ich wirklich wissen, ob mein Spruch Wirkung gezeigt hat? Kann man das irgendwie testen? Nicht wirklich. Meine ganze Theorie gründet sich auf der Idee, dass ein Drache, der möglicherweise im Hügel begraben sein könnte, von den Toten aufersteht. Wir wissen, dass Nekromanten menschliche Skelette erwecken können. Warum also keine Drachen? Das ist, was mein Schutzzauber verhindern soll. Aber ihr wisst es nicht sicher. Nein. Ich habe gründlich geforscht, damit man ihn nicht bannen kann. Doch ich weiß einfach nicht, ob er geklappt hat. Ich hatte mit irgendeiner Art von Reaktion gerechnet. Doch da war gar nichts. Ich weiß nicht, was meint ihr? Wie sollte ich meine Funde dem Zirkel vortragen? Habt Vertrauen in euch selbst. Wenn ihr an eure Theorie glaubt, lasst es die anderen wissen. Ihr habt recht. Ich war immer zu zurückhaltend mit meinen Ideen. Zu Hause gab es einfach zu viele konkurrierende Gelehrte. Doch ich habe einen ordentlichen Schutzzauber erschaffen. Und wenn jemand versucht, diesen Drachen zu erheben, dann wird er sicher daran scheitern. Was werdet ihr jetzt tun? Jetzt muss ich nur noch den nötigen Mut sammeln, um meine Entdeckungen zu melden. Dazu gehört auch, dass ich Gabrielle sage, dass ich gegen ihre Wünsche gehandelt habe. Hoffentlich macht sie es mir leicht. Hab Dank fürs Zuhören und für all eure Hilfe. Ich wünsche euch Glück. Oh, halt! Wir sind hier noch nicht fertig. Ich hatte euch Entschädigung für eure Hilfe versprochen. Und ganz nach bretonischer Art halte ich mein Wort. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nehmt dies. Und mögen wir nie wieder Drachen über Einsamkeit sehen. Das ist schon mal gut. Hab Dank für all eure Ratschläge. Das sind schon mal tolle Sachen. Und der Kopf ist auch fast genauso. Also zum Heilen ist das, sind die Sachen echt top. Also das sollte ich vielleicht nicht heiler werden, will auf jeden Fall noch behalten. Okay, gut. Das war's dann aber auch schon erstmal. Ja, wir machen jetzt erstmal wieder auf jeden Fall eine Pause. Und beim nächsten Mal suchen wir Lyris und Fenorian. Ob sie das alles dann überlebt haben, werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo da, falls wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne einen Kommentar, um mich über weitere Schritte zu informieren, ob ich irgendwas falsch mache oder ob ich was besser machen kann. Bin ich natürlich auch immer sehr angetan von. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen.